Wenn es um ein Keyword geht oder eine Nische, dann ist ja die große Frage des Partnerprogramms. Ja, hallo, hier ist wieder Harry vom Win-Win-Marketing-Team von Lars Pilawski. Und heute geht es mal um ein ganz kurzes, spezielles Thema. Und zwar, wenn es um ein Keyword geht oder eine Nische, dann ist ja die große Frage des Partnerprogramms. Wir haben durchweg, also 90, 95% ein paar unserer Produkte über Amazon empfohlen. Und das hat verschiedene Gründe. Also das hat zum Beispiel den Grund, man kommt gleich in Amazon rein. Das Amazon-Partnerprogramm, das ist sehr leicht und übersichtlich aufgebaut, wie ihr hier seht. Man hat die Klicks, man kann gucken, wo das herkommt. Also das ist ganz, also das ist das beste automatisierte Partnerprogramm, was es so überhaupt gibt. Jetzt gibt es natürlich andere Partnerprogramme. Die findet ihr bei 100partnerprogramme.de. Also 100 und dann partnerprogramme.de. Wenn ihr da irgendwas seht oder irgendwas haben wollt, dann braucht ihr einfach nur die Uhren eingeben zum Beispiel. Und dann seht ihr hier, dass es bei Swarovski, Piercing Store, New One etc. also relativ viele Partnerprogramme gibt. Macht auch Sinn, wenn man denn hier nach Uhren sucht. Man kriegt hier so ein Uhrforum. Okay, Uhrforum ist was anderes. Herrenuhren, Damenuhren. Und man findet hier, okay, Christ.de. Christ, Uhren von Christ, kennt ja jeder. Und dann haben die auch noch ein schönes Partnerprogramm. Wenn ich hier auf Christ gehe, dann habt ihr hier ein Partnerprogramm 12% per Sale, registrieren, direkt starten und so weiter. Hört sich ja erstmal attraktiv an, aber unsere Erfahrung ist die, dass überhaupt in diese einzelnen Partnerprogramme reinzukommen, ist es relativ schwer. Das Problem ist, die Aussonderung bei den Bewerbungen. Bei kleinen Firmen, wie zum Beispiel Christ oder wenn ihr jetzt irgendwas, also an irgendwas sucht, dann gibt es da einzelne Leute, die eure Webseite checken, analog und euch dann nehmen oder auch nicht. Oder wenn sie keine Zeit haben, dann werden sie auch euch gar nicht zurückschreiben. Und das passiert des Öfteren. Wenn ihr bei Amazon euch bewerbt, da gibt es Automatismen dahinter, die eure Webseite checken und zum Schluss nochmal einen Mitarbeiter, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann bekommt man relativ schnell eine Rückmeldung. Und deswegen, weil andere Partnerprogramme immer so, naja, ungebunden sind und nicht zuverlässig genug. Auch das Tracken ist relativ schwierig. Jetzt könnt ihr euch, denn ihr bekommt dann, weil das dann alles relativ analog hier funktioniert, mit den anderen Partnerprogrammen, kriegt ihr dann halt einen Link und dann werden die dann weitergereicht. Euer Partner weiß dann, dass es von euch kommt, aber wird das dann auch ja, die transparent aufgenommen. Also die können natürlich auch gucken, wo sie mit dem Geld hingehen und wenn ihr da zwei, drei Verkäufe habt und es ist für die nichts wert, dann sagen, okay, der wird wahrscheinlich weiter verkaufen, wir behalten den Rest ein und verbrennen diesen Kunden, weil er für uns nicht viel wert ist. Dann haben wir immerhin, weiß ich, 30, 50 Euro gewonnen damit. Der Rest ist uns egal. Also alle solche Sachen sind durchaus mal schon vorgekommen. Also das alles ist schon vorgekommen bei anderen Partnerprogrammen. Deswegen haben wir sehr, sehr wenige Partnerprogramme, die, wo es halt gar nichts mehr auf Amazon gibt. Und wenn es halt immer die Möglichkeit gibt, weiß nicht, Christ Uhren oder was weiß ich, über Amazon zu
zu bekommen. Also hier mal. Dann findet ihr schon. Warte, Moment. Da fehlt ein T. Dann findet ihr sehr viel mehr auf Amazon als auf den anderen. Uhren gibt es hier weniger. Da kann man tatsächlich mal gucken, ob man ein an das andere Partnerprogramm nimmt oder man bezieht sich auf Christschmuck. Also Schmuck von Christ. Ja, man kann auch beides machen. Christ, Uhr, Christschmuck, eine Seite und dann mal vergleichen. Aber ja, und ihr könnt natürlich auch hier nochmal in der Liste schauen, falls ihr das gleiche Tool habt, ob unter den meistgeklickten Seiten auch die entsprechenden Partnerprogramme da sind. Also meistens guckt man immer hier unten steht meistens immer irgendwas da. Bei News nicht, Online-Shop, Support. Hier entweder oder bei Produkten. Also meistens in hier unten in den im Impressum oder im in den unteren Abteilungen der Website Must steht da immer etwas über das Partnerprogramm drin. Aber ursprünglich und immer noch bevorzugen wir das Amazon Partnerprogramm. Gut, das war's wieder von meiner Seite. Ganz großes Video heute. Und ja, das nächste Mal geht es wieder zu einer Nischenanalyse eines Keywords. Ihr könnt uns gerne einen Kommentar unter dem Video dalassen. Wir gucken uns das an. Wir werden nicht immer direkt darauf antworten. Wir gucken uns das auf jeden Fall an. Wir lesen uns die durch. Und wenn es Nachfragen gibt oder Anmerkungen, dann werden wir die gerne umsetzen. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es gerne. Abonniert den Kanal von Lars gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Und wenn du jetzt noch einen Schritt weitergehen willst und sagst, hey, ich möchte auch so eine Nischenwebseite haben und aber vielleicht sagst, ich habe dafür keine Zeit, das Ganze umzusetzen oder mir fehlen die technischen Parameter oder ich habe überhaupt keinen Hoster, weiß überhaupt nicht, wie wir anfangen sollen, dann habe ich heute eine Überraschung für dich und zwar kannst du dann einfach unter dem Video auf den Link klicken, der heißt larsbilawski.de/Nischennachfolger gesucht. Und dort kannst du dir aus unserer Liste eine Nischenwebseite aussuchen oder erstmal eine Nische aussuchen, die wir dann für dich aufbauen und dir mit einem richtig geilen Protokoll übergeben, damit du direkt loslegen kannst mit einer Nischenwebseite, die wir für dich aufgebaut haben, Geld zu verdienen. Wenn du sagst, das ist das Richtige für mich, darauf habe ich Bock, dann klickst du einfach auf den Link, kommst auf so eine Präsentation, wo ich nochmal genau erkläre, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze umgesetzt wird, auch nochmal, wie das mit den Nischenwebseiten funktioniert und kannst dir dann entweder in der Liste eine passende Nische aussuchen, die genau zu dir passt. Es ist auch immer wichtig, dass du entweder eine Leidenschaft dazu hast oder wenigstens eine Affinität zu dieser Nische hast. Und wenn du da in der Liste dann keine findest, die zu dir passt, dann hast du nochmal neben der Präsentation so ein Formular. Da kannst du einfach deine Wünsche, deine Nische eintragen und wir analysieren für dich deine perfekte Nische und dann bauen wir da auch für dich auf. Kein Problem. Also, wenn du darauf Bock hast, wenn du sagst, das ist genau das Richtige für mich, einfach unten im Video, unter dem Video auf den Link klicken und dann guck dir die Präsentation an und vielleicht ist auch deine Favoritennische gerade dabei. Ja, und du wirst es halt auch merken, unter der Präsentation habe ich immer ein aktuelles, geiles Angebot mit am Start, dass du entweder einen zusätzlichen Videokurs mitkaufen kannst oder ein paar Rabatte mit reinnehmen kannst. Jeden Monat ist da ein bisschen was anderes drin. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal raufzuklicken auf den Link und einfach mal zu gucken, ist meine Nische gerade dabei? Oder muss ich das Formular nutzen, um meine perfekte Nische auszuwählen? Und was sind gerade für Angebote am Start? Ja. Von daher, wir sehen uns später, dein Win-Win-Marketer Lars Bilawski. Ciao.